Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Gosso92 an. Dieser hat über die Lametric Time WLAN-Uhr geschrieben, welche er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Smart Home – WLAN-Uhr im Test. Lametric Time – Erfahrungen. Die Lametric Time erobert so langsam schon die YouTube-Szene. Bei den Amazon-Startup-Produkten ist sie auch immer ganz vorn dabei und häufig ausverkauft. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4 Sternen scheint die Kundenzufriedenheit gegeben zu sein. Das alles hat mich neugierig gemacht und ich wollte unbedingt wissen, ob diese WLAN-Uhr ihr Geld wert ist. Daher habe ich meinen eigenen Lametric Time-Test gemacht und will euch diesen nicht vorenthalten. Lametric Time – Funktionen. Die Lametric Time ist eine intelligente Uhr mit WLAN-Schnittstelle. Dadurch, dass man das Gerät mit dem Internet verbinden kann, ermöglichen sich viele neue Features. Zu den normalen Funktionen gehört zuallererst natürlich, dass sie die Zeit anzeigen kann. Dabei kann man hier auch verschiedene Zeitzonen anzeigen lassen. Schon bei dem Interface der Uhr kann man zwischen tausenden Vorlagen wählen. Man kann also kleine Symbole anzeigen lassen oder einfach schlicht nur die Zahlen. Eine weitere Basisfunktion ist die des Weckers. Wie bei vielen Uhren kann man hier eben einstellen, wann der Alarm ausgelöst werden soll. Die Lametric kann ebenfalls Radiosender abspielen, allerdings nur Internetradio. Dazu kann das kleine Gerät die Beats auch visualisieren mit dem Equalizer. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht das Abspielen von Streaming-Diensten, wie Spotify, iTunes und Co. Einfach das Smartphone mit der Lametric verbinden, die Geräte synchronisieren und die Stereo-Lautsprecher genießen. Lametric Time – Apps. Die Besonderheit der WLAN-Uhr startet aber erst so richtig mit den verschiedenen Apps und Schnittstellen zu anderen Smart-Home-Programmen. Hier einige der verfügbaren Apps. Twitter. Hier kann man sehen, wie viele aktuell einem folgen. Tweets lesen und man sieht sogar, wenn in Echtzeit neue Follower hinzukommen. Facebook. Wer eine Fanpage hat, kann diese mit der Lametric verknüpfen. Markiert einer die Seite, dann mit einem Gefällt mir, wird auch hier der Stand der Fans fest sofort aktualisiert. Aktienkurse, Nachrichten, Kalendertermine, E-Mails, Wetter, Nachrichten aufzeigen lassen. Man hat die Möglichkeit, über das Gerät zu kommunizieren. Das heißt, man kann kurze Texte verfassen, die dann auf dem Display erscheinen. Zum Beispiel kann man so einen Vortragssprecher unauffällig darauf hinweisen, dass seine Redezeit bald beendet ist. Man kann bei Präsentationen dem Präsentierenden ansagen, langsamer zu sprechen und so weiter. Unzählige weitere Möglichkeiten. Man kann das Gerät im Geschäft platzieren und die Kunden über die Angebote informieren, Timer oder Countdown laufen lassen. Eigene Apps kreieren. Viele Dienste sind kompatibel mit der Lametric. Man kann theoretisch einfache Anzeige-Apps entwickeln und vieles mehr. Lametric Time. Kompatibilität. Smart Home Futures. Die WLAN-Uhr kann schon mit einigen Smart Home-Technologien arbeiten. Dazu gehören unter anderem die folgenden. Philips Hue. Zusammen mit der Uhr und Philips Hue hat man ein intelligentes Lichtsystem. Philips Hue ist ein Beleuchtungssystem, welches sich eben per App oder auch Lametric steuern lässt. Mit der Lametric kann man die Lichter ein- oder ausschalten. So muss man nicht immer sein Smartphone zur Hand haben. Alexa. Alexa ist die kluge Sprachsteuerung von Amazon, die so fungiert wie Siri bei Apple. Mit Lametric Time kann man sich alle Informationen von Alexa anzeigen lassen. NetAtmo. NetAtmo ist eine Wetterstation für Innen und Außen, die sich per Smartphone steuern lässt. Mit der Uhr zusammen kann man die Daten direkt ablesen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage und so weiter. Remo. Remo kommt aus dem Hause Belkin und ist ein Stecker, den man ein- und ausschalten kann. So kann man seine Elektronikgeräte deaktivieren, auch wenn man außer Haus ist oder nicht in unmittelbarer Reichweite. Ab jetzt mit der Lametric Time möglich. IFTTT. Mit IFTTT kann man bereits bestehende Webanwendungen weiterentwickeln und diese mit einfachen Anweisungen verknüpfen. IFTTT steht für If, Sys, Then, Zet, was quasi auch das Konzept des Dienstanbieters ist. Wenn XY bei Facebook passiert, dann soll ZV das und das machen. So kann man eben der Lametric Time auch einen ganz eigenen Touch geben und sie personalisieren. Lametric Time Test, Lametric Time Review. Ein sehr interessantes Gerät mit einer ebenso interessanten Entstehungsgeschichte. Realisiert werden konnte dieses Projekt nur dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinschaft. Bei Kickstarter haben 2215 Menschen insgesamt über $370.000 gesammelt, damit die WLAN-Uhr wirklich in den Verkauf starten kann. Das Gerät an sich sieht von außen gar nicht mal so spannend aus. Es ist ein schwarzes Rechteck mit dem Maß in 22 x 15,5 x 4,4 cm. Das Display teilt sich so auf, dass es am linken Drittel farbliche Darstellungen zaubern kann und auf den restlichen zwei Dritteln sind nur weiße Darstellungen möglich. Oberhalb befinden sich drei recht große Knöpfe. Links und rechts zum Navigieren zwischen den Apps und in der Mitte wird die Aktion ausgelöst, die die App eben kann. Für die Einrichtung braucht man einmalig ein Smartphone zur Hand. Das ist ziemlich schnell über die Bühne gebracht. Ansonsten läuft die Uhr auch komplett ohne Smartphone. Man muss es eben immer nur
dann wiederholen, wenn man eine neue App hinzufügen will oder etwas anderes ändern will. Gekauft habe ich mir diese WLAN-Uhr, weil ich solche technischen Spielereien einfach mag. Zudem finde ich das Display extrem cool und nutze es seitdem auch als Wecker. Bei dem Display ist es eben so angenehm, dass es nicht so extrem hell leuchtet. Das heißt, wenn man morgens in der Dunkelheit wach wird, wird man nicht direkt geblendet. Das Display ist so an sich eher unauffällig und eher matt. Nicht zu vergleichen mit dem Moment, in dem man das Smartphone entsperrt und man gefühlt direkt in die Sonne schaut. Ich konnte es zusammen mit Philips Hue ausprobieren und das funktioniert reibungslos. Es ist auch ganz angenehm, dass man es darüber an- und ausmachen kann, da man nicht das Handy entsperren muss. Ich finde, die Lumetric ist ein Top-Gadget, was ich irgendwie nicht mehr missen möchte. Man kann dort sehr viele Apps entdecken, was einfach cool ist. Wetter, E-Mails und der Kalender sind fast nicht mehr wegzudenken. Ich erwische mich mehrmals, wie ich darauf schaue. Für mich hat es sich absolut gelohnt, weil ich genau solche Geräte liebe. Das Startup-Unternehmen hat mit der Lumetric Time eine smarte WLAN-Uhr auf den Markt gebracht, die ich besonders Gadget-Liebhabern ans Herz legen möchte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.